Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Creative Simon. Heute gibt es mal Treibsand, also bleibt dran. Gewünscht hat sich das der liebe Andreas und wenn du auch einen Wunsch hast, dann schreib mir doch gerne in die Kommentare und dann werde ich mich in den nächsten Wochen drum kümmern. Und wenn du in den nächsten Wochen nichts mehr verpassen möchtest, dann empfehle ich dir jetzt den Kanal zu abonnieren und dazu auch noch die Glocke zu aktivieren, um wirklich sicher zu gehen, dass du kein weiteres Video mehr verpasst. Falls du jetzt nicht weißt, wie man Datapacks installiert, kannst du jetzt einmal oben rechts auf die Infokarte klicken und ansonsten geht's jetzt weiter in Minecraft. Dort müssen wir einmal slash reload eingeben und haben dann hier schon stehen Treibsand bei Creative Simon und im Chat ist wie immer etwas Eigenwerbung sowie ein Erklärungsvideo. Danach benötigen wir einmal Sand und einen Wassereimer, das zusammengeworfen ergibt Kill-Treibsand und Treibsand. Mit einem Rechtsklick auf Treibsand bzw. normalen Sand können wir aus dem Sand Treibsand machen und wir sehen hier jetzt ein paar Partikel, die sind so, wenn man von der Entfernung kommt, kaum zu sehen, doch wenn man hier in der Nähe ist, fällt man rein und wenn man versucht, sich rauszubauen, wird das nichts und auch rausspringen ist hier eher sehr schwer. Man muss sich zur Seite weggraben und diesen dann am besten zubauen, so dass man nicht mehr davon getriggert wird. Oder man macht es einfach mit dem Kill-Treibsandei wieder weg. Es gibt keine Möglichkeit, den Treibsand so zu entfernen. Es ist einfach eine Sache, die da ist und die sich nicht irgendwie wegnehmen lässt. So, und irgendwo sehen wir jetzt noch Partikel. Jetzt im Game Mode 3 können wir sehen, da ist ein Armor-Stand noch, ein Rechtsklick und schon funktioniert das nicht mehr. Ihr könnt das Ganze auf einem Kaktus machen und seht dann, ihr bekommt das Ei direkt wieder zurück. Das ist bei jedem anderen Block auch so. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst noch einen kreativen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo und die Glocke nicht vergessen. Nicht zu vergessen, auch das Startup-Pack in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.